Am 23. September fand das dritte Schweriner Jedermann-Radrennen statt. Hunderte Aktive machten sich vom alten Garten aus auf die Strecke durch unsere Stadt, durch die Levels und wieder zurück. Den Startschuss zum Rennen gaben die MV-Kultusministerin Birgit Hesse und Schwerins Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier. Sportlich geradelt wurde dann auf den Distanzen 55 und 91 Kilometer. Vor allem beim Start, aber auch an der Strecke wurden die Teilnehmer von vielen Zuschauern angefeuert. Veranstalter der Seenrunde war wieder Schwerins Ironman Michael Kruse.